Unser vierteiliges Waggonset wie auch der Ergänzungswagen zu unserem TEE Paris-Ruhr ist werkseitig in der Gleichstrom-Variante zu erhalten. Alternativ kann man sich auf unserer Homepage die Achsen auf Wechselstrom tauschen lassen. Sie haben NEM-Kurzkupplungskulissen nach 362 und mit dabei sind Bügelkupplungen. Die Wagen sind im originalen Maßstab 1:87 zu erhalten und haben somit eine Länge von ca. 30,3 cm. Wir haben hier ein Sondermodell von Hornby UF exklusiv für Modellbahn Union in einer limitierten Auflage. Unser Exklusivmodell von UF besitzt eine mehrfarbige Inneneinrichtung, vorbildgerecht leicht grünlich getönte Fenster, gefederte Gummiwulstübergänge, zahlreiche Ansetzteile sowie Kurzkupplungskulissen, NEM-Kupplungsaufnahmen und Zuglaufschilder des TEE Paris-Ruhr. Wagen sind mit der originalen Zielkennzeichnung versehen. Das Set wird in einer exklusiven Verpackung im TEE-Design ausgeliefert. Der Inhalt: 4 Personenwagen des Typs Mistral 69, bestehend aus einem Abteilwagen, einem Generatorwagen, einem Großraumwagen sowie einem Speisewagen. Die Trans-Europe-Express-Züge waren stets die Aushängeschilder der europäischen Staatsbahn. Der TEE Paris-Ruhr von Paris über Liège und Köln nach Dortmund war hier keine Ausnahme. Zunächst mit dem luxuriösen VT11.5 gefahren, wurde ab dem 1. Juni 1969 auf Elektrotraktion und die damals brandneuen TEE-Wagen des Typs Mistral 69 gesetzt. Etwas derartiges hatte man bis dahin nicht gesehen. Restaurant, Bar und komfortable Sessel im modernen Dekor entworfen vom berühmten Designer Paul Arsens. Klimaanlage, große Fenster mit motorisierten Jalousien, halbautomatischen Türen und viele mehr. Für diese Wagensitze wurden von der SNCF neue 4 Systemlokomotiven der Reihe CC40-100 entwickelt. Ebenso waren auch Loks der belgischen Reihen SNCB-16 und SNCB-18 zu sehen. Zwischen Lüttich und Köln-Dortmund kamen zeitweise auch deutsche 4-System-Loks der Reihe 184 vor diesen Wagen zum Einsatz. Auf unserer Homepage bieten wir folgenden Service für euch an. Entweder ihr nutzt hier oben die Suchfunktion und sucht nach den TEE-Waggons oder ihr nutzt den Banner, den ihr jetzt hier seht. Ihr kommt in eine Übersicht, wo die ersten beiden Artikel die Artikel sind, die wir euch jetzt hier im Video vorstellen, nämlich die Waggons des Paris-Ruhr-Expresses. Dort wählt ihr dann den Artikel, den ihr gerne haben wollt. Und hier auf der rechten Seite haben wir dann zusätzlichen Service für euch bereitgestellt. Und zwar könnt ihr euch einmal eine Innenbeleuchtung einbauen lassen in den Farben Weiß, Warmweiß, Gelb, Goldweiß oder Disco. Und ihr habt die Möglichkeit, entweder ihr habt nur die Innenbeleuchtung, die dann permanent leuchtet, oder ihr möchtet sie digital schaltbar haben, dann einfach auf Digital für Innenbeleuchtung Gleichstrom klicken. Und schon habt ihr die Möglichkeit, die Innenbeleuchtung digital ein- und auszuschalten. Bitte beachtet, dass dieses Angebot nur für Gleichstromfahrer gültig ist. Für unsere Wechselstromfahrer haben wir diese Möglichkeit zurzeit leider noch nicht. Hier haben wir aber die Möglichkeit, euch die Achsen zu wechseln. Und zwar
klickt ihr dann hier und dann werden alle Waggons mit Wechselstromachsen versehen. Halt, halt, halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet.